Wir Frauen testen Männer und das vom ersten Moment an, wo wir in die Begegnung gehen mit einem Mann. Hast du auch schon mal was gehört von den sogenannten Shit-Tests? Fast jeder Mann musste schon mal da durch. Doch so viele Männer scheitern genau an diesen Shit-Tests, weil sie durchfallen im Kennenlernprozess. In dieser Folge erfährst du, woran du einen Shit-Test erkennst, wie du ihn meisterst und warum wir Frauen überhaupt euch Männer so viel testen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein besonderes Thema geplant, was eher eine Herausforderung ist für die Männerwelt, aber sehr interessant ist auch für die Frauenwelt, um sich selber besser zu verstehen. Und zwar geht es um die heimlichen Tests der Frauen. Bevor wir dabei auf das Thema tiefer eingehen, komme ich erstmal darauf, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar in meinen Coachings erlebe ich das immer mal wieder, gerade mit den Herren der Schöpfung, dass sie an einem ähnlichen Punkt im Dating-Prozess nicht weiterkommen. Und so auch einer meiner Kunden, nennen wir ihn Tobias. Mit Tobias arbeite ich schon ein paar Tage zusammen und wir haben es geschafft aus einer absoluten Datinglosigkeit, also früher gab es maximal das erste Date, es hinzubekommen, dass er inzwischen mit den Frauen das dritte, das vierte Date hat, so eine angehende Partnerschaft hat, aber dann ist immer wieder so ein Moment, wo es nicht weitergeht. Interessanterweise immer wieder an denselben Punkten. Meistens war es so, dass auf einmal irgendein anderer Mann eine Rolle spielte bei der Frau und dann Tobias aussortiert hat. Wieso ist das so? Das klären wir heute in dieser Folge. Und vielleicht kennst du das auch als Mann, dass es dir gelingt, in den Kontakt zu kommen mit Frauen auch, die ersten Dates zu initiieren und dann geht es auf einmal nicht mehr weiter. Dann ist das nämlich die ideale Folge für dich, weil wahrscheinlich bist du auch bei den Tests der Damenwelt durchgefallen. Und wenn du als Frau jetzt denkst, was für Tests meine ich eigentlich gerade, dann bleib genau dran, weil dann ist auch dieses Thema für dich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Definieren wir erst einmal, was bedeutet es überhaupt, einen Mann zu testen und wieso machen das Frauen überhaupt? Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch Hörern das schon mal mitbekommen haben, dass sie entweder getestet wurden vom anderen oder einen Test gefahren haben. Das kann sowas sein wie, ich komme zu einem Date zu spät und teste unbewusst, wie reagiert der andere? Lässt er mir das durchgehen, auch wenn ich ein Fehlverhalten jetzt gerade zum Beispiel an den Tag gelegt habe? Macht er mich darauf aufmerksam, dass er möchte, dass ich pünktlich bin? Oder geht er vielleicht sogar mit mir abwertend um, weil ich mich ein paar Minuten verspätet habe? Also es geht bei diesen Tests darum, bin ich als Frau oder als Mensch oder vielleicht auch als zukünftige Mutter sicher bei ihm? Ist er der starke Mann, der mich beschützen kann? Das bedeutet, kann er mich vor anderen schützen oder kann er mich aber auch vor mir selber schützen, wenn ich mal wieder zum Beispiel gefühlig werde? Im Englischen werden die Tests übrigens benannt als die sogenannten Shit-Tests. Das kommt so aus der Pickup-Szene. Und im Deutschen könnte man das so übersetzen mit dem Sprichwort, das Weizen vom Spreu trennen. Also im Endeffekt sorgen Frauen dafür, dass sie mit dieser Art von Tests unterscheiden, welcher Mann ist ein Mann, der in ihrer Bewertung gut ist, wenn man das so unterscheiden möchte, oder wer fällt durch, welcher Mann hat nicht das Potenzial, mein Partner zu werden oder mit mir Sex zu haben. Und dieses Testverhalten, das ist etwas, was sich über Generationen hinweg schon etabliert hat. Das kommt noch aus den Zeiten, wo Neandertaler, Steinzeiten und so weiter und so fort ein Thema waren, als Männer noch jagen gegangen sind und Frauen in der Höhle waren. Der Hintergrund dort ist ganz einfach, weil wenn eine Frau sich einen Partner ausgesucht hat oder ausgewählt hat, bestand immer die Gefahr, dass sie schwanger wird. Und sobald eine Frau schwanger wird, ist sie angreifbar, dann ist sie verletzbar. Dann ist sie darauf angewiesen, von ihrem Partner Schutz zu erfahren, weil sonst ihr Überleben bedroht ist und auch das Überleben des Kindes oder der Kinder, die geboren werden. Und auch wenn wir heutzutage Verhütungsmethoden kennen und auch nutzen können, tragen die Frauen trotzdem ein sehr, sehr großes Risiko. Und zwar das Risiko, ungewollt, gewollt schwanger zu werden. Und in dem Moment, wo sie schwanger sind, verändert sich das ganze System einer Frau, der ganze Hormonhaushalt. Alles gerät durcheinander und es ist einfach ein großes Risiko für eine Frau, Sexualität zu leben. Dieses Risiko haben Männer nicht. Männer können Sexualität leben und können wieder gehen. Deswegen brauchen sie Frauen auch nicht so in der Intensität testen, weil nicht ihr Überleben davon bedroht ist. In unseren Urinstinkten, in unserem natürlichen Sein.
Und jetzt kommt eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Wenn eine Frau einen Mann testet, dann ist sie an diesem Mann in irgendeiner Art und Weise interessiert. Ich wiederhole das nochmal. Wenn eine Frau einen Mann testet, dann ist sie in irgendeiner Art und Weise an dem Mann interessiert. Das bedeutet, sie testet, kann der andere sie schützen? Kann der andere den Rahmen halten? Hat er eine gewisse Stärke, ein Selbstvertrauen? Kann er sie stoppen, wenn sie, wie gesagt, gefühlig wird? Und jeder Test, der gefahren wird, sei es in der Datingphase, in der Beziehungsphase oder auch zwischen Freundschaften manchmal, ist eine Anerkennung an dich als Menschen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil oft ist es so, dass ich die Rückmeldung bekomme, oh, diese Tests, die nerven. Und dass das eher abgewertet wird. Aber jedes Mal, wenn eine Frau einen Mann testet, ist es an sich eine Anerkennung an dich als Person, weil sie immer wieder herausfinden möchte, bist du stark genug. Wenn eine Frau aufhört zu testen, dann hat sie vermutlich aufgegeben und es eröffnet sich ein ganz anderes Problem, welches ihr dann miteinander habt. Von daher kannst du das als Anerkennung sehen, wenn eine Frau dich testet und für jeden Test, den sie fährt, dankbar sein. Ich werde auch manchmal gefragt, testen Männer nicht auch? Ja, Männer testen auch Frauen, aber nicht in dieser Intensität. Wir Frauen sind da wesentlich intensiver am Testen als Männer umgekehrt. So, jetzt lasst uns aber mal schauen. Wir wissen jetzt, Frauen testen Männer. Wie können solche Tests aussehen, werden wir jetzt uns gleich mal genauer anschauen. Und wann besteht ein Mann oder wie kannst du vorgehen, dass du diesen Test bestehst? Und was sind die Konsequenzen, wenn du den Test nicht bestehst? Da gehen wir jetzt mal tiefer drauf ein. Wie können diese Arten von Tests ausschauen? Im Endeffekt geht es ja darum, auch das System des Mannes irgendwie unter Stress zu setzen oder in Stresssituationen, um herauszufinden, wie reagiert dieser. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass eine Frau versucht, einen Mann eifersüchtig zu machen. Im Sinne von, dass sie von einem anderen Mann erzählt oder Dinge in den Raum stellt, die ihn vielleicht verunsichern lassen, um zu testen, wie reagiert er darauf. Das kann aber auch sein im Dating-Prozess zum Beispiel. Wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel der erste Kuss, dann kann es sein, dass manche Frauen sich zum Beispiel vor diesem ersten Kuss extra kühl oder abweisend zeigen, um schon mal herauszufinden, wie gehst du eigentlich damit um mit einem Korb? Oder habe ich überhaupt noch die freie Wahl bei dir? Oder bist du vielleicht jemand, der übergriffig ist? Also Frauen testen auch, wenn ich jetzt dir quasi so den Apfel der Verführung hinreiche, kann ich dich auch noch stoppen? Weil das ist auch eine Angst, die Frauen haben, zum Beispiel, wenn es weitergeht in die Intimitäten, kann ich einen Mann dann noch stoppen, wenn ich das nicht möchte? Im Umkehrschluss kann es aber auch ein Test sein, bist du jemand, der sich von einem Nein abbringen lässt oder bleibst du an einer Frau dran? Also dadurch können Frauen auch selektieren, ist es ein Mann, der zielstrebig ist, der sein Ziel auch verfolgt oder ist es jemand, der schnell aufgibt? Das sagt nämlich auch etwas über dich aus. Und im Endeffekt geht es immer wieder darum, bei den Tests herauszufinden, bin ich bei dem anderen sicher und wie geht er damit um, wenn er eine Zurückweisung erfährt? Zum Beispiel, schadet er mir dann oder bin ich dann auch noch sicher? Also Frauen verhalten sich in Beziehungen auch zickig oder unberechenbar. Also da kann ich auch ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung mitteilen, wo ich auch bei mir festgestellt habe, da wurde ich irgendwie zum Drachen und habe mich selber zum Teil nicht wiedererkannt. Aber da sind auch Tests gelaufen von meiner Seite aus. Mal gucken, ob ich das euch nachher noch erzähle. Im Endeffekt geht es darum, dass du dich diesen Situationen stellst. Egal wie unangenehm so eine Situation sein kann. Es kann auch sein, dass Frauen testen deine Reaktion, welche Werte vertrittst du eigentlich oder was können die mit dir machen? Können wir Frauen mit dir spielen? Also bist du eher so der Typ, Kategorie, ich nenne es jetzt mal Weichei, dass du wie so am Rockzipfel an einer Frau hängst und alles für sie tun würdest und auch über deine eigenen Werte oder Vorstellungen drüber hinweggehst, nur um es der Frau recht zu machen. Damit verlierst du übrigens auch die Frau. Oder bist du eher das Gegenteil, so Team, ich nenne es jetzt mal Arschloch, die 0,0 Rücksicht oder der 0,0 Rücksicht nimmt auf die Frau, auf deren Bedürfnisse, dann wird das mit diesen Shit-Tests auch getestet. Also in beide Richtungen testen wir Frauen im Endeffekt immer wieder, um herauszufinden, sind wir sicher beim anderen. Übrigens, im Englischen heißen diese Tests ja Shit-Tests und das kann man sich auch mit einer
ein bisschen ungewöhnlichen Metapher auch merken. Und zwar ist es sinnbildlich so, als würde eine Frau dir Scheiße entgegenschmeißen und sie guckt, was bleibt an dir kleben. Was macht das mit dieser Scheiße? Wirfst du sie zurück? Schadest du ihr damit? Kannst du die Scheiße abwischen? Kannst du damit umgehen? Oder ist es so, dass es an deinem Selbstwert nagt oder dass du sauer wirst oder ähnliches? Mit diesen Tests werden einfach verschiedenste Facetten deiner selbst getestet. Dein Charakter, deine Integrität, wie gefestigt du bist, wie klar du in deinen Entscheidungen bist, ob du zu deinem Wort stehst, ob du eine Frau konfrontieren kannst und ihr auch mal vielleicht Widerspruch geben kannst, ob du aber auch mal dich zurücknehmen kannst. Also die Tests sind auf verschiedensten Dinge oder auf verschiedenste Aspekte ausgerichtet. Und auch wenn du mal einen Test nicht bestehen solltest, ist das nicht schlimm, weil dann kannst du nämlich bei dir schauen, ah, wo war ich denn eigentlich nicht klar oder authentisch oder selbstsicher? Und das eher dazu nutzen, um in einem Analyseprozess mit dir selbst zu gehen. Ich persönlich finde das sogar sehr wichtig, weil ihr habt es am Anfang dieser Podcast-Folge gehört, das Beispiel von Tobias, der immer wieder an denselben Punkt oder an einen sehr ähnlichen Punkt im Dating-Prozess gekommen ist, weil er dort durch die Tests der Frauen gefallen ist. Und jetzt ist es wichtig, dass man sich selber nicht abwertet, weil man durchgefallen ist. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Früher in der Schule war es ja auch so, da haben wir ja auch Tests schreiben dürfen und wenn wir da durchgefallen sind, ich weiß noch, wenn ich mal, also es kam nicht so häufig vor, aber wenn es mal vorkam, dass ich zum Beispiel mit einer sehr schlechten Note nach Hause gekommen bin, dann habe ich mich schlecht gefühlt und auch vielleicht vermutet, dass es Ärger geben könnte oder ähnliches. Das Ding ist an diesem System, dass wir häufig denken, dass Ergebnisse wie zum Beispiel eine schlechte Note etwas über uns als Menschen aussagen. Und das dürfen wir aber lernen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Deine Ergebnisse sagen nicht aus, wer du bist. Sie sagen nur etwas aus über deine Ergebnisse. Und genauso ist es im Dating-Prozess mit den Shit-Tests. Wir können jetzt dahergehen und sagen, in ein Selbstwertthema einsteigen, dass wir uns selber abwerten als Beispiel. Oder aber eher in einem neugierigen Modus sind, was viel funktionaler aus meiner Sichtweise ist und sagen, ah, okay, ich habe noch nicht das Ergebnis, welches ich mir wünsche und hier scheinen ein paar Shit-Tests gelaufen zu sein, die ich nicht gemeistert habe. Dann werde ich jetzt mal meine Hausaufgaben machen, die Verantwortung übernehmen und suche mir zum Beispiel einen Coach, wie ich es bin. Ich stehe euch da sehr gerne immer zur Verfügung, gerade für solche Themen auch, weil als Frau verstehe ich die Frauen ganz gut, würde ich behaupten. Oder finde einen anderen Weg, wie ich dort an diesem Punkt weiterkomme. Weil auch das macht schon wieder Männlichkeit aus, die Verantwortung für sich selber und dein Handeln zu übernehmen. Und all diese Tests, wo es darum geht, herauszufinden, bin ich sicher beim Mann, da geht es auch darum, herauszufinden, wie männlich ist mein Partner. Weil wir Frauen wünschen uns Männer, die männlich sind, genauso wie Männer sich weibliche Frauen wünschen. Ein weiterer Grund, warum es manchmal übrigens auch funktional ist, nicht alle Tests zu bestehen ist, weil ihr übereinander etwas herausfinden könnt. Durch solche Tests kann man nämlich herausfinden auch, passt man überein oder passen die Werte überein, die Ausrichtung, die Ziele. Es kann sein, dass der eine vielleicht ein Weltenbummler ist und der andere aber lieber in seinem Areal zu Hause lebt. Dann kann es aber auch sein, dass der eine vielleicht eher polygam ist und der andere zum Beispiel monogam. Und diese Standpunkte sich einfach miteinander ausschließen. Von daher sind diese Tests auch dahingehend funktional, was wir ganz am Anfang hatten, das Weizen vom Spreu trennen, auch herauszufinden, dass man es nicht füreinander ist. Und dann geht es darum, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich aufzurichten und weiterzugehen. Weil diese Tests, liebe Herren, die hören in der Regel nie auf. Selbst in Beziehungen kann jeder Mann oder fast jeder Mann das bestätigen, dass wenn man sich in Beziehungen ein bisschen gehen lässt, als Beispiel, als Paar, dann fangen auch Frauen an zu zicken oder zu piesacken oder zu pieksen. Und was viele Männer dann machen, dass sie sich vielleicht zurückziehen und in Ruhe gelassen werden wollen. Und damit hast du zum Teil den Test auch nicht bestanden. Das Gegenteil davon kann übrigens aber auch sein, dass du eine Frau dominierst und ihr vielleicht schadest, wenn sie piekst oder zickig ist oder sonstiges. Und beim Zurückziehen oder auch beim Dominieren, da geht es sehr um den eigenen Bauchnabel. Und wenn du als Mann den Shit-Test bestehen möchtest, hab deine Frau wieder im Fokus und schau, wie kannst du sie erfüllen. Was kannst du jetzt dazu beitragen, dass ihr beide euch wieder näher seid? Und wenn du merkst, dass du das aus alleinigen Ressourcen vielleicht nicht schaffst oder gerne mal einen Austauschpartner dazu haben möchtest,
Ich bin genau darauf spezialisiert, Menschen zu begleiten, die Single sind oder in angehender Partnerschaft, diese Shit-Tests unter anderem zu meistern oder zu bestehen. Von daher, in den Shownotes findest du die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du davon profitieren kannst, dann hätte ich eine Bitte an dich, beziehungsweise ich könnte mal deine Hilfe gebrauchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei Spotify oder iTunes positiv bewertest oder aber auch mit anderen Menschen, die Single sind oder in angehender Partnerschaft. Angehend bedeutet übrigens so das erste Jahr, wo man miteinander zusammen ist, wenn du das da eine Frage zu hast, was bedeutet eigentlich angehend, wenn du das mit anderen Menschen teilst. Weil ich mich einfach freue, wenn wir mehr Menschen bereichern können mit diesem Wissen. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.